TV Straßensound. Aber so eine deutsche Strophe schon geschrieben und die habe ich dann da gedroppt und dann sind sie alle durchgedreht und waren so, ey, what? Come here, do that again. He got a German flow, he got a German flow. Ja, warum machen wir nicht einfach die Hip-Hop-Partei auf? Wir haben die meisten Wähler, wir haben die größten, die besten Sprecher auf jeden Fall. Also wir könnten den ganzen Scheiß umkrempeln. Aber wie gesagt, ne, wir sind ja alle so. Bestimmte Leute hatten ja das Gefühl, wir würden quasi Rap verarschen. Sellout, so war das Wort dann. Aber und das war ja überhaupt nicht unsere Intention. Wir wollten quasi nur unser Ding durchziehen. Eigentlich real sein. Ne? Wir suchen die Sachen, wofür wir sind. Ne? Weil gegen etwas zu sein ist leicht. Naja, also Rechtsruck gibt es ja auf jeden Fall. Wir hatten ja gerade in Hamburg auch den G20-Gipfel, wo die Linke aktiv wurde und gegen halt die Despoten. Die anderen Rapper, die anderen Rapper werden zurück. Moin, Bum, Chuck, direkt auf die Ohren. Mama nochmal anders, wir entsprechen keiner Norm. Sind geil geformt, wenn wir performen. Digga, was geht ab? Guten Tag. Das ist der heiße Scheiß, direkt aus Hamburg City. Du weißt nicht, wie ich heiß, ey, nenn mich einfach Schmiddy. Das ist so Musso Diggi, man mag kein Schigimigi. Das ist so krass so Diggi, tanzen wie Figgy Figgy. Yo, yo, hier ist Boogie, der Atzenkeeper für TV Straßensound mit den Hamburger Urgestein. Yeah. Bo und Tobi. Fünf Sterne Deluxe im Gebäude, alles Straßen. Alles easy. Bo ist am Start, Tobi am Start, danke, dass ihr Zeit hattet. Gerne. Das ist ja Revolution. Bassbox Atze interviewt die Hamburg Atzen, das hatten wir schon öfter, aber wir haben ja früher auch manchmal gegen euch geschossen gehabt und so, das wisst ihr ja. Berliner haben auf alles geballert. Heute sind wir eine große Familie, ich war in Hamburg sehr willkommen. Auf meinem neuen Album ist eine Punchline, die wollte ich mal ansprechen. Hamburg sagt natürlich, wir ficken Mütter im Text. Also das ist no hate, das war einfach nur, wir waren früher echt so grundverschieden, auch wenn wir dann da waren bei den Writern. Dann schön, wie es heute zusammengewachsen ist. Dass ja, wie bei den Jams war das ja früher immer so, ne? Wenn die Berliner kamen, dann gab es immer Stress oder die Kasse war weg, ne? Das ist ja ganz normal. Wenn ich dann auch oft mit Artisten so rede, wie die dann mit dem Hip-Hop aufgewachsen sind, dann merkt man schon, Berlin war echt eine andere Welt. Ich sage auch gar nicht, dass ich gucke nicht von auf der Welt dann hier und unter der anderen, aber es waren wirklich Tag und Nacht verschieden, wa? Ja, ich meine, mittlerweile hat sich das ja auch alles so ein bisschen verbreitet und nivelliert und es gibt ja überall Crews und der Straßenrap ist ja immer präsent so, ne? Also von daher, da sind wir natürlich als Hip-Hop-Künstler, haben da auch immer mit zu tun irgendwie. In Hamburg war ja damals der Britcore auch ziemlich groß. Das war ja nur im Norden, so Bremen, Bremerhaven, Hamburg und dann halt die Engländer so, ne? Und da sind wir dann als der Tobi und das Bo damals bei den ganzen Britcore-Jams immer aufgetreten mit unserem Kram und haben dadurch auch irgendwie natürlich eine Verbindung zu allen möglichen Leuten. So, ne? Kannst du mir helfen, lieber Bo, was Britcore ist? Ist das Gunshot und sowas? Ist es Hijack und so? Dieses englischsprachige Crossover Heavy Rap, wie nennt man das? Mit Heavy Metal Elementen, ne? Ja, genau, das war früher dieser harte britische Rap. Und da gab es halt, wie gesagt, im Norden gab es da eine Szene so und gerade in Hamburg gab es da unglaublich viele Bands und das war halt damals in den 90ern waren halt die ganzen Jams, da waren immer halt Britcore-Bands und wir haben da halt auch unser Ding gemacht. So, ne? Von wo sind eure Wurzeln? Also wie alt seid ihr eigentlich jetzt? Wo? Also ich habe ein alter Ego und das ist jünger, also ich bin Anfang 40. Und mein Vater ist aus Bosnien und Herzegowina, so erste Gastarbeiterrutsche. Und meine Mutter ist aus Deutschland, so, also entspannt. Cool. Jetzt habe ich alle Infos wie im Ausweis, cool. Bei dir, Tobi? Ich bin auch Anfang 40. Ja. Und ich komme aus Siegen. Okay. Und habe dann 4 Jahre in Berlin gewohnt und aber seit 1980 in Hamburg. Ja, also eure Wurzeln sind Hamburg. Ich dachte immer, ihr seid älter, nicht wegen der Optik, weil bei euch ging es schon ziemlich früh damals los. Dann warst du ja, als die Karriere anfing, wart ihr ziemlich jung, wa? Ja, so 17 oder so. Mit 17 ging es los, so ja, 17, 18 so, ne? Und dann, und seitdem halt immer dabei, immer gemacht und immer, also es ist ja schön, wie Hip-Hop gewachsen ist und wie groß das jetzt ist, ne? Ist ja größer denn je. Ja. Es gibt ja alle Bandbreiten an Styles. Und früher war es ja eine Subkultur, da hat man ja nur unter sich sozusagen zu tun gehabt. Das war auch noch familiärer ein bisschen, weil man halt bei den Jams dann sich immer wieder getroffen hat und so. Und heute ist es halt so groß, da gibt es halt ganz viele Sachen. Es ist ja fast schon, sag ich mal, was heißt fast schon, ist ja auch in der Popkultur schon angekommen und hat einen der größten Einflüsse musikalisch, den es gibt. Ne? Mhm. So, das ist ja das Schöne. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz und Deutschland, ist Rap jetzt meist die meist anerkannte Musik. Wenn man das auch so mit Streaming und YouTube und so sieht.
glaube nur, ich habe mal gehört, die Heimatmusik, also die alten Omas, die kaufen noch alle Platten, die sind treuer gegenüber den Künstlern. Da geht es noch mehr mit dem Geld, da ist noch mehr Geld drin, aber das ist richtig. Er ist verrückt. In Berlin gibt es Party-Rapper, in Hamburg Gangster-Rapper. Das wollten wir doch, oder? Wollten wir das? Es gibt alles, überall, das ist das Schöne. So, ne? Es ist ja auch so, es gibt überall coole und überall beschissene Leute, deswegen wir sind auch offen und deswegen, bei uns gibt es da halt in dem Sinne keine Grenzen, sondern nur entweder bist du korrekt oder du bist ein Spaß. Digga, das war auch das zum Thema, das wir zurzeit immer breitreten, weil es leider zurzeit up to date ist. Rassismus, aber du hast jetzt alles gesagt zu dem Thema, das war ja gleich schon pauschal. Ja, Mann, easy. Verrückt, wie viel das Album ist am Start? Ja, tatsächlich erst das dritte. Ne? Wir haben ja lange uns Zeit gelassen und wir machen halt jetzt auch weiter und wir wollen irgendwann die 10 noch voll kriegen, aber da haben wir noch einiges zu tun. Ja, ich mache mein 9. Solo gerade. Ja, siehst du? Verrückt, Mann. Hast du eigentlich jemals Independent-Musik rausgebracht oder ihr? Naja, also ich habe jetzt meine letzten 3 EPs, die waren alle independent. Die habe ich auf meinem eigenen Label sozusagen. Das ist ja natürlich, heutzutage hat man viel mehr Möglichkeiten. Da braucht man halt keinen Deal, muss keine Platten mehr pressen wie früher. Und da kann man halt eben selber sozusagen Sachen machen. Ich habe 3 EPs veröffentlicht. Eine war so ein bisschen elektronischer, ein bisschen Party-Rap-mäßig. Dann habe ich angefangen mit Liveband-Sachen zu machen und habe da Fuck Off, ich bin privat hier, du Affe, gemacht. Eine EP mit 5 Tracks. Und dann noch, jetzt noch bevor wir rauskamen, habe ich eine EP gemacht, auf jeden Fall vielleicht. Alles mit Liveband und das habe ich auch alles selber rausgebracht, so auf Independent halt. Ja. Wie sind die Parts bei euch verteilt, Tobi? Also ich bin quasi der Studiomann, der Beatbauer und Bo ist mehr so der Lyrische und Flasher, aber wir schreiben beide natürlich unsere Rap-Texte. Ihr schreibt beide selber, ne? Ja. Und wir sind auch beide halt in der Produktion, ich habe halt oft Inspiration und Ideen, Tobi hat halt das Handwerk und kann das halt am Rechner umsetzen und ich bin da halt so, ich komme halt mehr vom Scheiße labern und habe jetzt nicht so die handwerklichen Skills und da ergänzen wir uns eigentlich perfekt so und auch gerade jetzt bei dem neuen Album war es so, dass wir fast besser als je zusammengearbeitet haben, weil es für uns auch besonders ist, dass wir wieder zusammen was machen können und wir haben ganz frei einfach uns inspirieren lassen und aus allen Stilistiken und alles uns bedient und einfach gemacht, wie wir es gefühlt haben, also geflasht halt, ne? So einfach laufen lassen und frei irgendwie unseren Style gekickt. Schön, Mann. Gab es irgendwann auch Zeiten, weil ihr sagt, mit 17 ging es bei dir auch schon so früh los, Tobi? Ja, genau. Ja, gab es noch mal Zeiten, wo ihr keine Musik gemacht habt? Nee, das Schöne ist tatsächlich, dass ich es geschafft habe, ohne festen Job und ohne Chef immer mein Ding zu machen. Natürlich ist es so ein Auf und Ab und mal geiler und mal weniger. Das Finanzamt sitzt dann in meinem Arsch und so, aber irgendwie... Willkommen meiner Welt. Es ist halt auch eine Freiheit auf der anderen Seite und das finde ich ist für mich als Künstler das Besondere und deswegen, wenn es dann mal eben schwer ist oder nicht so gut läuft, dann hat man immer noch diese Freiheit und das ist für mich das, was das Wichtigste ist. Ihr braucht Muskeln und Tattoos. Weißt du warum? Weil das Finanzamt das nicht fänden kann. Was meinst du? Ja, weil das Finanzamt das nicht fänden kann. Das ist gut. Ja, es ist auch immer, ich kenne das voll, das kennen glaube ich viele Künstler, wenn man immer leidenschaftlich Musik macht, aber das Finanzamt denkt, man macht das große Geld, aber es ist echt nur ein Hobby, wie eine McLean-Eisenbahn, fast ohne Boden. Ja, und dann struggelt man schon so. Das ist aber gut, Muskeln und Tattoos ist sehr gut. Blöder Spruch, die Zuschauer kennen ihn schon so 1000 Mal. Aber ich meine jetzt ja ernst. Ich weiß, also das stimmt ja auch, das ist ja das Schöne daran. Nein, Alter. Wisst ihr noch, wie eure Einflüsse waren? Wie seid ihr zum ersten Mal mit Hip-Hop konfrontiert worden? Ich hoffe, wir kriegen den Tobi drauf, weil wenn ich so lange Arme gehabt hätte, wäre ich Boxer geworden. Also mein Bruder ist irgendwie 88 mit einem Tape aus Amerika zurückgekommen und da waren halt so Oldschool-Rap-Sachen drauf, so Sir Mix-a-Lot-Kram und so. Ja, und das hat uns so derbe weggeflasht, dass das alles andere, was wir davor und gehört haben, quasi alles weggefallen ist und wir dann irgendwie auch eigentlich nur noch Rap gehört haben. Mhm. Und wir haben dann 1990 angefangen, auf Englisch quasi auch Rap zu machen. Krass. Wie bei mir, 86 die Platten gespielt in der Wohnung von Papa, auf Englisch. Ja, bei mir war es 89, da habe ich an der Schule, gab es eine Kassette, die rumgegangen ist, mit Public Enemy und ersten De La Soul Sachen und auch so englischen Rap. Wobei ich aber diesen englischen Kram nicht so gefühlt habe.
Und ab da war auch so, das war, wie gesagt, das war dann Musik mit richtig Energie und Power und so. Power, Energie, das hat man schon. Heute sage ich ja immer, Freunde, Lyrics zählen bei mir ganz viel. Also die Aussage auch, ja, wie ein Buch, das man liest, da geht es um wie man sich artikuliert, aber auch voll viel darum, wie der Inhalt ist. Das ist bei mir bei Rap voll wichtig. Und deswegen höre ich ganz viel, höre ich nur Rap, der englischsprachig oder deutschsprachig ist, weil ich auch den Text haben muss, aber früher die Energie, ich weiß genau, was ihr meint, man hat die Energie gefühlt. Genau. Und dann halt, wie gesagt, auch erstmal auf Englisch angefangen und dann 92, 93 war ich in Amerika und da wusste ich, dass ich mit meinem Schulenglisch gar nicht erst ankommen muss und hatte aber so eine deutsche Strophe schon geschrieben und die habe ich dann da gedroppt und dann sind sie alle durchgedreht und waren so, hey, what? Come here, do that again. He got a German flow. Und das war natürlich für mich geil, ich bin gut erstmal. Das war für mich natürlich geil, dass ich da mit dem Außergewöhnlichen besonders war. So, ne? Und das hat mich dann natürlich inspiriert zu sagen, okay, ich mache dann auch Deutsch. Habe ich 93 auch Tobi kennengelernt und seitdem machen wir halt unser Ding. So, ne? Wie war die Hip-Hop-Szene in Hamburg? In den 80er Jahren, Anfang 90er Jahre? Ja, 90er könnte ich eher sagen. Wie gesagt, am Anfang war ich da noch nicht so drin und 90er, Anfang, ja, das gab halt Jams. Oder Mitte. Ja, so Mitte 90er, das war ja so 93, 94, da gab es dann halt ganz viel Jams, Trockendock, Lass 1000 Steine rollen und so, war auch die absoluten Beginner schon mit unterwegs waren. Da gab es halt, wie gesagt, ganz viele Britcore-Bands und man kannte sich halt. Ne? Das war halt, wie gesagt, familiär, Subkultur und dadurch war man froh, wenn man dann, egal auf welcher Jam, egal wo in Hamburg, da hat man sich dann immer wieder gesehen. So, ne? Das war halt das Schöne auch daran. Beginner hatten damals, wir waren keine Bullenschweine, war ein harter Track, der war cool. Ja. Berliner hatten damals nicht so viel Liebe für Beginner, aber den Track haben alle gefeiert. Deutscher Einfluss, wer war vor euch so? Also, wer hat euch da beeinflusst so? Habt ihr mit Torch den Lager viel zu tun oder so? Oder bin ich dann nur naiv, dass ich denke, alles, was nach Berlin ist, ist zusammen eine Einheit? Nö, also wie gesagt, das fing halt 93 an und da war es ja auch gerade der Anfang von deutschsprachigem Rap eigentlich. Also, wir waren halt tatsächlich von Anfang an mit dabei. Klar gab es dann halt Advanced Chemistry schon ein bisschen früher und so. Aber ist nicht eure Ecke überhaupt nicht, wa? Wie gesagt, das verbinde ich wahrscheinlich nur mit der Zeit, wa? Ja, auch, aber ich meine, wir sind ja, haben ja, wie gesagt, dann waren wir auf allen Jams, also man kennt sich halt so, ne? Also, und da, dadurch, dass wir offen und entspannt sind, haben wir halt mit den Leuten, die auch entspannt sind, zu tun und mit denen, die nicht entspannt sind, eben nicht so oder so. Das ist voll halt gute Einstellung, easy. So wie es sein sollte eigentlich. Ja, wie seht ihr das? Hat sich das geändert eigentlich auch, dieses revolutionäre Rap oder... Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich bin gerade, jetzt ist ja so eine schlimme Zeit, also die Wahl wird ja auch eine Katastrophe werden. Geht so. Ihr wählen, Freunde? Ja, auf jeden Fall. Ja? Aber es ist halt früher würdest du wählen gehen, ja? Bitte? Du gehst wählen, ja? Ja, ich gehe wählen und ihr solltet auch alle wählen können. Ah, so, ich finde es halt schade, dass halt, wie gesagt, der Hip-Hop ist so groß mittlerweile und könnte auch so einen relevanten Einfluss nehmen auf die Gesellschaft. Aber dadurch, dass halt im Hip-Hop das auch alles sehr gespalten ist, gibt es halt eben keinen Einfluss. Also eigentlich könnten wir die Wahl entscheiden als Hip-Hop-Gemeinde. So, ne? Das könnten wir echt, wenn wir sagen würden, okay, lasst uns zusammentun, lasst uns alle zusammen für meinetwegen eine bestimmte Partei wählen oder auf jeden Fall, wir können Einfluss nehmen. Aber das meine ich, es ist halt so unterteilt, dass es halt keine Einheit gibt und dadurch auch keinen Einfluss. Und das finde ich schade, weil es gerade heutzutage, ich meine, heute, wie sich das entwickelt hat, ne? Ich meine, diese ganzen... CDU macht mit Deutschland fahren Werbung und AfD-Entwicklung und so. Du, ich verachte die alle, guck mal, ich kann gleich tot. Mal in den 90ern, weißt du, das wäre alles gar nicht so einfach so gegangen. So, ne? Also das ist Katastrophe eigentlich. Aber irgendwie eigentlich sind wir auch so viele, gerade in Hip-Hop-Szene, aus allen Himmelsrichtungen, aller Couleur, alle Leute, aus allen Schichten, aus allen Ländern irgendwie. Und das ist eigentlich die größte Einheit an Welt, die es gibt im Hip-Hop. So, keine Musik ist so, weißt du? Das ist voll richtig, das habe ich fast den Faden verloren, weil es so interessant, was du gesagt hast. Aber bei Politik... Und so war, das ist auch real shit. Das weißt du, ich mache nur, Freunde, ich kram vor der eigenen Haustür. Ja. Politik lehne ich komplett ab. Ja, also auch von CDU, die schmeißen alle Bomben und alles. Ja, das sind, die ziehen den Krieg für die Bänke. Und das ist für mich auch, ich lehne das ab in einer Parallelgesellschaft. Und die würden mich auch ablehnen, wie ich lebe, jede Partei. Aber ich mache es vor der eigenen Haustür und halt probiere in der Hip-Hop-Szene sauber zu halten und kämpfe da schon gegen die Spaltung, weil selbst in unserer
wunderschönen Hip-Hop-Szene ist auch eine riesige Spaltung, das wissen wir. Das ist jetzt nicht, dass die alle geeint eine politische Meinung tragen. Da ist ja so viel Spaltung. Und auch, ich sage denen immer, wenn ihr Hip-Hop macht, dürft ihr nicht rassistisch sein, müsst ihr auch austauschen, und weil es ist dafür gemacht worden. Ja. Und kommt ja auch aus daher. Ne? Genau, es kommt aus Leute Unterdrückung und genau. aus Mangel an was. Und dann hat man sich ein gutes Gefühl gemacht, hat man irgendwo im Park einen Planspieler aufgebaut, hat eine Party gemacht und dann gesagt, wie geil man ist. Es war wie Sport oder so, es war nicht wichtig, nur noch krasser als Sport, weil Rap kann man mit wenig finanziellen Mitteln machen, also konnte, war es egal, woher man kam, jeder konnte was zeigen, was er drauf hat, weil das billige Hip-Hop, das Ursprung im Hip-Hop, wie man da macht, das sage ich den Zuschauern auch, das kann man immer machen, ihr habt heutzutage YouTube, ihr habt 1000 Beats da, könnt ihr schreiben zu Hause, das Cypher haben wir gestern die ganze Nacht gemacht, ihr könnt zeichnen, bei den Auflegen wird es ein bisschen kritischer, aber man kann auch sparen oder mit dem DJ mal fragen, sich da reintüfteln, erstmal anlesen wissen, und Graffiti sowieso kann man üben bis zur Vergasung. Verrückt, ja, man kann das echt alles machen. Aber ja, diese Spaltung ist krass, herrschen und teilen. Ich glaube, das ist, was das System will, dass alles gespalten werden. Es gab ja auch... Und teilen und herrschen. Genau, herrschen und teilen. Der Zorn macht uns blind. Verloren im Wind. Ja, man, nein. Und aber auch gerade die Rap-Szene muss auch wieder dann mehr so sehen, weil ich war letztens auch mit aufgetreten, da sollten von meinem Freund die kleinen Cousins nicht reinkommen, die haben arabischen Hintergrund, dann bin ich nicht aufgetreten, habe ich gesagt, ich trete, weil die haben nichts gemacht, nur weil sie Kanaken sind, habe ich gesagt, ich trete nirgendwo auf, wo sowas ist, ja. Aber es ist ja echt schon verrückt. Auch früher war es ja immer die lokale Szene bei Rap, die dann da war bei den Jams, so bei den Cyphern und den Battles. Heute sind es ja alles der Rap-Tourismus, so ist ja 80% zugezogen, dann nicht zugezogen, so einfach, die dann so Gäste sind in der Stadt. Und dann ist das ganz anderes Bild auch. Ja, ja. Aber es wird ja auch alles offener. Auch gerade durch diese Internet- und Smartphone-Situation ist die Welt ja sowieso sehr klein geworden. So, ne? Und von daher ist es schon alles. Es ist halt das Paradoxe, es ist alles eigentlich viel näher zusammengerückt, aber eigentlich ist es viel weiter auseinander als Anonymität hier. Auch. Ja, man kennt den Nachbarn nicht, also man hat 5000 Freunde bei Facebook, verhungert in der Wohnung, wenn man Schnupfen hat. Ja, genau, siehst du. Wurdet ihr belächelt, Tobi, früher, für das, was ihr gemacht habt? Ja, auf jeden Fall. Weil wir auch wie die Bassbox-Art, ja. Genau. Aber das war ja auch klar, weil wir hatten relativ früh eigentlich auch so Humor mit reingebracht in Rap, und das wurde eigentlich am Anfang extrem falsch verstanden, weil die Leute irgendwie das Gefühl hatten, also bestimmte Leute hatten das Gefühl, wir würden quasi Rap verarschen. Sellout, so war das Wort dann. Aber und das war ja überhaupt nicht unsere Intention, wir wollten quasi nur unser Ding durchziehen. Eigentlich real sein, wir wollen so sein, wie wir sind halt, ne? Und das ist halt... Heutzutage ist es ja auch nicht mehr so, dass das Real, was es damals gab, das gibt es gar nicht mehr in dem Sinne. Ne? Also es ist halt viel, viel aufgesetzt, viel Gehabe. Und ich meine, die Straße weiß ja, ob jemand Straße ist oder nicht. So, ne? Und deswegen, wenn du so tust, als ob, das riecht ja der Junge von der Straße als erster so. Oder ich sag immer das Image, wenn du sagst, du hast einen 40 cm Penis und baust dein ganzes Image darauf auf, du bist der Erste, den sie den Insulaner, also im Schwimmer, die Hose runterziehen, die kleinen frechen Kanaken. Und bei Gangstern ist genauso, wenn die schreien oft, Gangster und Hood und so, sind die Geister, die riefen, die haben dann, kommen dann nicht mehr raus. Und nee, aber wie gesagt, deswegen, unser Ding war früher, wir wollten halt wirklich so sein, wie wir sind, und das wurde halt in dem Sinne falsch verstanden, weil halt die Leute dachten, wir machen einen Spaß über Hip-Hop. Aber eigentlich Hip-Hop hat zum Beispiel meinen Arsch gerettet und mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Das Ventil und Schwert, das uns alle am Leben hält. Ja, ja, aber wie gesagt, und bei Tobi war es auch so. Wir beide haben uns auch über die Musik getroffen und gefunden und haben halt eine ganz besondere Verbindung so. Ne? Und das ist halt das, was für uns auch Musik und gerade Hip-Hop auch ist offen, und man ist eine Gemeinschaft, man trifft sich, man lernt Leute kennen und teilt sich aus. Man ist kreativ und man macht sich Gedanken über Sachen. So, ne? Und ihr seid extrem real, das merke ich gerade auch. Das habe ich schon länger gewusst, aber das merke ich gerade auch. Ich denke immer auch, wir Bassbox-Arzt wurden wegen dem Gangster-Shit, der heute etabliert ist, weil wir das waren, so ausgegrenzt. Also mussten wir wieder ausgrenzen, und ihr habt diesen Party-Scheiß gemacht, was Arzt dann auch irgendwann gemacht hat, voll geile Party-Action-Mucke. Ja, und das ist alles Mucke, aber dann haben wir wahrscheinlich die dann ausgegrenzt, und ich glaube auch, wir, also bei Bassbox war es, also bei Berlin so, jede Rap-Gruppe braucht immer so imaginäre Feinde. Ja, aber das ist voll behindert, sage ich ehrlich. Ist traurig, aber wahr. Das ist aber dann ja auch der Style, ne? Weil wenn man halt diese Competition sucht, dann sucht man sich natürlich auch Gegner so. Und wir haben halt immer versucht, halt unsere eigene Welt zu kreieren und unseren eigenen Film darzustellen und eben nicht gegen etwas zu sein, sondern für etwas. Und das ist halt bei uns eher der Fokus, dass wir suchen die Sachen, wofür wir sind. Ne? Weil gegen etwas zu sein ist leicht.
Da sagt man irgendwas, das ist scheiße und das ist leicht. Du bist ein weiser Mann, Bo. Aber Leute zu treffen, mit denen man Gemeinsamkeiten hat, mit denen man was teilen kann und zusammensitzen kann, essen kann, reden kann, trinken kann, rauchen kann, das ist halt schwer. Und das ist halt das, worum es eigentlich geht. So, ne? Das hatten wir letztens das Thema, da sagte ich auch, weil ich manchmal Probleme mit Drogen habe, tue ich mir selber an, natürlich auch den anderen, die es nicht mögen, wenn ich dann auf Alkohol oder Kokain bin, weil es echt eine Krankheit für mich, ich will das auch nicht. Aber zum Beispiel, jetzt habe ich den Faden verloren, Nebenwirkung, Kokain ist ein Drug, nein, weil ich meine, es ist voll auch einfach in unserem Alter, einfach für den Hass zu leben. Ich habe auch ganz viele Sachen, die bei mir schiefgelaufen sind, viele Sachen verkackt, da muss ich mich selber beschuldigen für und mit mir selber das klar machen, aber es ist dann einfach den Hass, den man eigentlich auf sich selber schieben müsste, auf die Welt, auf Sachen, die nicht so einfach sind, dass es da eine Adresse gibt mit Hass, dann auf andere zu schieben, machen ja viele in unserem Alter, sondern die auch so gescheiterte Existenzen, dann bin ich bin dann gehen, machen sie halt, ja, gehen in Parteien oder werden radikal bei irgendwas und ziehen den Hass, den sie auf sich selber haben, auf andere, der Hass, den Hass kreiert. Du bist ja hier, das meine ich. Du machst ja ein Interview, du triffst Leute, bist unterwegs. Ich bin so dankbar. Ich weiß, meine Homies, manchmal kommen aus dem Knast raus, die haben das alle nicht. Ja, dieses Ventil-Hip-Hop. Ich bin so dankbar für das Ventil und das Schwert-Rap. Ja. Ich werde es nie fallen lassen. Und seit klein auf gibt es mir immer Kraft. Und das ist wie ein Boxverein. Ich sage es immer wieder, die Leute kommen kaputt zu Hip-Hop. Hip-Hop macht dich kaputt. Hip-Hop fängt verlorene Seelen auf. Auch. Also es ist halt, deswegen, es ist eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Und das ist das Wichtigste. Deswegen eine Therapie ist ja auch über etwas reden. Das alles heißt, Verarschung, Bruder. Das wollten bei mir 10 Jahre machen. Nein, ich meine nicht. Aber so Rap ist ja über was Selbsttherapie. Ja, aber das meine ich so. Ne? Also das voll blöd. Was voll nee, ich meine so. Ich höre Therapie, ne? Boogie dreht gleich durch. Ja. Nicht Therapie, aber ja, das ist gut. Ich weiß schon. Aber das meine ich halt. Ne? Ich wollte es nur als Überleitung. Ja. Und das ist halt eben auch das ist ja auch das Schöne, dass man sich mitteilen kann, dass man den Leuten zeigen kann, was bei einem los ist. Genau. Dass die Leute sehen können, okay, der lebt so, der ist so. Und für und jemanden, der das vielleicht nicht lebt, ist auch so, ah krass, okay, da bei denen ist das so. Vielleicht ist das dann, kann man sagen, oh, bei mir ist es nicht so zum Glück oder wie auch immer. Ich finde es interessant. Das ist ja offen, hören, ne? Gespräche. Was gemeinsame teilen. Interessen, Austausch, Respekt voneinander. Man muss ja nicht aus demselben Background kommen, um miteinander sich unterhalten zu können. Das ist ja völliger Quatsch. Und wenn man was kann, ist man auch bescheiden. Und wenn man bescheiden ist, ist man selbstsicher. Und wenn man selbstsicher ist, kann man Leuten auch Props geben. Ich konnte früher keine Props geben, weil ich so verunsichert war. Nee. Ja, ich hätte mir nie geschafft zu sagen, ihr seid cool. Nee. Hätte ich gesagt, ach, die Idee ist jetzt, die denken, ich schleime mit Tobi und Bo. Ja, und auch das auch mit Gewalt, so, wenn man weiß, nicht weiß, was man drauf hat, dann Angststecher. Die Mechanismen sind bei dir so. Ne? Ja, deswegen, dadurch kannst du dann, wenn du es verstehst, hast du auch einen anderen Zugang und kannst damit anders umgehen. So, ja. Was für mich sehr wichtig ist, dass ich drauf scheiße, wie die anderen das sehen. Weil alles, was von der Gesellschaft verpönt ist, das gibt mir Kraft. Mein Glauben, meine Musik, meine Kultur, meine Jungs. Das ist das Thema auch ein bisschen Politik, weißt du? Die nennen meine Hunde Kampfhunde. Eine friedliche Religion sagen, das ist eine Terrorreligion. Für die Hip-Hop-Kultur haben die Verachtung, für Kampfsport, für meine Brüder die Rocker, für meine Kanaken. Wir sind keine Akzeptanz und ich kann die auch, habe auch Argumente gegen alle Parteien. Weißt du, was ich meine? So für mich selber. Manche sagen, ich bin voll der Assi, voll primitiv, voll der Blödmann. Aber ich weiß nicht, für mich ist da schon Hopfen und Malz verloren, weißt du? Und so darf man zwar nicht denken, aber ich scheiße auf die, ich scheiße auf die, die scheißen auf mich, weißt du? Das ist halt genau das. Ich bin ja, wie gesagt, das ist dieses Teil und Herrsche, ne? Weil jeder so mit sich und mit seinem Umfeld und mit anderen Leuten beschäftigt ist, interessiert keinen mehr das große Ganze, ne? Das ist ja dieses Teil und Herrsche. Vielleicht schon, aber so sehen, was die seit Jahren machen, was die immer wieder machen und was die für Scheiße machen und alle Parteien, meine ich damit, ja, und einfach nur immer so Bauernfänger sind oder manche quatschen, was sich gut anhört, ja. Aber das ist ja nicht praktizieren und ich glaube, sobald man in sowas drin ist, kann man auch gar nicht mehr so diese Ambition haben, die du vielleicht hättest, wenn du so eine Partei machst, oder? Ja, warum machen wir nicht einfach die Hip-Hop-Partei auf? Wir haben die meisten Wähler, wir haben die größten, die besten Sprecher auf jeden Fall, also wir könnten den ganzen Scheiß umkrempeln. Aber wie gesagt, ne, wir sind ja alle so mit unserem Kram beschäftigt und untereinander so am Fighten auch, dass wir gar nicht an das große Ganze denken. So, ne? Und von daher, das ist auch ja, der Sinn von Teile und Herrsche. Und wir sind jetzt, wir sind hier für Spiele und Brot und haben Musik mitgebracht. Opium fürs Volk geben wir. Also lassen wir die leicht kosten, dass wir das Volk verblöden. Du fühlst mich, ihr wisst, was ich meine. Ja, dieses Herrschen und Teilen ist ja auch die eine Sache, wenn du bei Rap zum Beispiel das siehst, wie kann ich, also bei den Politikern, ja, die haben das erst, die Akzeptanz erst da seit
sie es nicht mehr zurückhalten können. Wie meinst du? Na, zum Beispiel, sie wollten es nie groß haben. Hip-Hop, die Jugendkultur. Ja. Auch vor allen Dingen mit den Leuten, die das machen. Die wollten sie nie glorifizieren oder sonst damals was. Damals auch, ne? Das war, wie gesagt, eine Subkultur. Belächelt. Und man, ja, genau so, ne? Und dann irgendwie, ja, das geht ja nicht auf Deutsch und bla. Und jetzt mittlerweile, deutscher Hip-Hop hat ja auch auf jeden Fall alle anderen Musikrichtungen mit beeinflusst. Also, dass deutsche Sprache an sich funktioniert und in allen Facetten vorhanden ist, das hat die deutsche Musik im Allgemeinen halt auf jeden Fall deutschem Rap zu verdanken, weil wir haben gesagt, okay, wir machen das auf Deutsch und haben es dazu gebracht, dass es float und dass es für alle normal ist. Und mittlerweile die Kids, für die ist es ja so ganz okay, easy, ja, so. Also es ist halt eben, gibt es kein Getue, hier ist der Rap, so, ne? Früher war es ja für uns, okay, wir müssen das noch irgendwie rausfinden, wie das funktioniert und irgendwie, das war ja noch so. Wir waren Pioniere. Pionier, ja, genau. So. Und wir haben ja auch als 5 Sterne dann früh bei so Rockfestivals als einzige Hip-Hop-Band gespielt und mussten da dann auch uns das Publikum erspielen, weil das waren halt Rocker, die Rockmusik hören wollten und dann kommt dann eine Hip-Hop-Band. Und dann sind die so, hä, was soll das denn so? Bierflaschen hin und her. Dann haben wir eine Stunde gespielt, haben das Ding gerockt und die waren so, alles klar, okay, die rocken. So, ne? Und rocken ist rocken. So. Ihr habt gesagt, Herrschen und Teilen hat Bo ein paar Mal schon erwähnt. Jetzt so, das ganze überhaupt politische Lage, wird jetzt hier Rahmen springen über, was die, wenn die bei Herrschen und Teilen kommen, oft Wörter wie Verschwörungstheorien, Illuminaten und sowas. Ja, würdet ihr sagen, was viele in Amerika sagen, da gibt es Theorien, dass sich die Musik auch richtig in den Rap eingemischt hat, um da Einfluss zu nehmen. Meistens ist es in Deutschland auch so. Also ich bin überzeugt, dass die Politik die Medien auch leicht kontrolliert, also die Musik auch so ein bisschen und guckt auch, was rauskommt und was nicht. Also auf jeden Fall Leuten mehr Steine in den Weg legt als Leute, die bequem sind. Seht ihr das zu übertrieben oder meint ihr, das ist nicht so? Das ist ja natürlich jetzt gerade ein sehr spezieller Fall, den du sagst. Aber also von was kommt das Geteilte? Wer teilt uns, Bo? Ja, also da gibt es halt mehrere Mechanismen. Ne? Also ich meine, ein Smartphone hilft schon mal sehr dabei, Leute zu teilen. Weil du halt immer irgendein Feedback hast und immer irgendwas scheiße finden kannst. Oder genau, dich immer, dann ist immer die Frage, wie hat das Smartphone gemacht? Hat es das mit diesen Hintergedanken schon gemacht? Oder ist es damit gemacht worden zur Kontrolle? Oder ist es ein Zufall, das sich ergibt? Oder auch zum Beispiel die Berichterstattung oder Terror oder so. Ist es gemacht, um mehr Kontrolle zu machen, haben, dass sie bestimmte Sachen... Sammerei auf jeden Fall. Ja, sie haben doch Leuten was durchgehen lassen. Ich habe zum Beispiel kein Smartphone, ich habe kein Internet zu Hause, deswegen ich bin, wo ich bin, bin ich und ich bin frei von diesen Einflüssen. Wie guckst du Pornos, Bro? Hast du nicht nötig? Ich habe noch so alte, verklebte Hefte zu Hause. Die Schwinge. Dafür habe ich noch meinen VHS-Rekorder. Ne? Ja, zurückspulen. Nein, ey, das ist vollkommen schlau. Ich wollte gestern Abend wieder Texte schreiben, nachdem wir gecyphert haben. Und dann lenke ich auch immer zu viel Sachen ab. Und ich bin jetzt auch seit Kurzem, ich habe noch nicht mal richtig, meine Karriere will ich jetzt starten. Und ich habe auch die sozialen Medien jetzt, Instagram und Facebook, aber du brauchst ein dickes Fell, das ist lächerlich und manchmal auch behindert, aber es zehrt an Energie, also verrückt. Ja. So, deswegen, ich habe mir das fern, weil ich selbst als Mensch so sensibel bin, dass mich das auch immer... So mitnimmt und ich emotional dann auch so, was soll das und so. Darf's bei mir nicht, Bo. Nee, ich meine so, einfach allgemein und deswegen habe ich das alles weg. Ich habe keinen Fernseher zu Hause und konzentriere mich halt auf mein Umfeld, da wo ich gerade bin. Das ist für mich wichtig. So, weißt du? Aber mein Fernseher ist auch so dick Staub, kein kolumbianischer, sondern Tierstaub. Ja, ich bin dann ähnlich wie du, ich höre dann nur Musik. Ja. Verrückt, man, Alter. Was ist jetzt der Plan? Wie lange seid ihr in Berlin? Seid ihr live zu sehen auch? Oder ja, ist das genau. Jetzt so? Wir sind auf Tour ab November. Am 6.10. kommt das Album Flash. Und also dann sind wir auf jeden Fall auf Tour, kommen auf jeden Fall in Berlin vorbei. Und wie gesagt, sind immer gerne in Berlin. Bei uns ist ja das schön, dass wir als Musiker auch viel rumkommen. Deswegen, wir haben überall, gibt es coole und überall beschissene Leute. Wir treffen dann die coolen immer wieder und freuen uns, sie zu sehen. Und jetzt im November kommt die Tour und da freuen wir uns auch wieder drauf, unterwegs zu sein. Cool. Dann lass uns mal ganz kurz noch über das Album reden jetzt. Yeah. Titel war nochmal wie? Flash. Und ist das, ich bin so vergessen, Freunde, siebte? Nee, dritte. Dritte, ja. Entschuldigung. Ja, ja, ich habe vorhin, war das was für ein Auto gehört haben laut? Ja. Habe ich gehört? Ist freaky so? Ja, auf jeden Fall, freaky ist richtig. Schön, ich bin eingeschlafen. Gutes Zeichen. Nein, gutes Zeichen. Auf Weed. Du bist der Alte, ey.
voll entspannt, Bro. Weil sonst stört mich. Wenn mich Musik stört, schlafe ich nicht ein. Dann, ich bin, meine Ohren sind Nazis. Ich kann nur nur Rap hören und wenn ich es aber nicht fühle, dann ist es auch so. Nee, aber jetzt habe ich es verstanden. Als Kompliment ist nur so geil. Ja, ich habe es vorhin gehört, ich bin eingeschlafen. Aber wenn du so beschreibst, dass du halt, ne, dass deine Ohren Nazis sind und wenn da irgendwie was kommt, was nervt, dann kannst du nicht einschlafen. Dann ist ja ein Kompliment so. Aber ja, Freaky ist genau richtig. Wir haben komplett losgelassen, unser Ding gemacht. Wir haben alte Reminiszenzen, wir haben ja Inspirationen aus Oldschool und neuen Sounds. Wir haben einfach keine Grenzen gehabt und haben losgelassen und haben unser Ding gemacht, wie immer. Und Hip-Hop ist vielleicht ist für uns auf jeden Fall so die Kerngeschichte. Aber wir sind auf jeden Fall so, dass wir auch an die Grenzen gehen und mal gucken, was dahinter passiert und dann auch mal Quatsch machen auf jeden Fall. Das ist also das gehört zu unserem freigeistlichen Leben dazu. Ich hatte das Letzte, was ich gehört habe, bevor ich ins Hayabubu-Land eingetuckert bin, waren Cuts. Wer hat die Cuts gemacht? Von Kuhmann natürlich, DJ Kuhmann, ja. Props an die Arzt, man, geile Cuts. Ja, auf jeden Fall. Ich ziehe ja die Schäferchen, ich ziehe ja Cuts. Ja. Aber mein Freund Wese sagt, ich bin kein Schäfer, doch habe meine Schafe immer dabei. Ja. Nee. Und wer hat produziert alles? Das mache ich. Also wir haben quasi zusammen produziert, aber ich bin der Mann an den Geräten. Also für den ganzen Tonträger seid nur ihr beide verantwortlich. Ja, hast du auch gemastert? Weil viele sagen ja immer, das soll der Produzent nicht machen. Nee, genau. Wir als gemischt und gemastert haben andere das Leute. Das ist richtig, war, dass du das nicht machen sollst, weil du nicht dein Ohr für deine Fehler hast, wa? Ja, also man hat halt irgendwie einen ganz anderen Zugang. Wenn du selber die Musik machst, dann denkst du nicht an den besten Sound, sondern irgendwas, was du da selber drin hörst. Oder was du sagst oder so. Und wenn jemand anderes halt darüber geht, der hat dann einfach noch ein neutrales Ohr und kann das einfach viel besser machen als man selber. Cool. Wie viele Babys sind drauf? 20 insgesamt. 20? Ja, ja. Seid ihr auch so Abtreiber? Also werden dann Sachen abgetrieben, sind 30 fertig und 20 kommen rauf? Weil ich also und Bela sind Abtreibungsgegner. Viel mehr. Wir haben am Anfang halt wirklich ohne... Wir haben uns auch nicht so wirklich überlegt, wie soll es definiert sein, sondern wir haben es laufen lassen, haben ganz viele Skizzen und Ideen gemacht, auch sehr viel einfach laufen lassen und haben dann irgendwann eine Auswahl gehabt, die wir dann zu Ende gebracht haben. So, ne? Also von daher sind 20 Tracks ist eine kleine Auswahl von den großen Output, den wir hatten, aber es sind schon die besten, die wir gepickt haben und zu Ende gebracht haben. Und auf der DVD, das ist auch ganz interessant, haben wir so ein Track-by-Track gemacht, wo wir darüber reden, wie die Tracks entstanden sind. Also da kann man nochmal reinhören. Und unsere Idee war halt, zu jedem Track einen Cocktail zu trinken. Ah. Und das ist natürlich sehr eskaliert, weil so man muss mal 5-6 Cocktails trinken und dann gucken, wie man sich fühlt. Wir haben halt 20 getrunken. Oh. Und nach dem 13. hatte ich irgendwie einen Blackout, aber es ist auf jeden Fall eine gute DVD, die kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Wir sind auch schmerzbefreit. Es gibt ja auch Amerika, jetzt habe ich mir letztens reingegeben, Drink Champs von Noriega, ich feiere diesen Rapper Noriega so, von Capone Noriega, der hat so eine Sendung, da geben sich alle die Kante. Ja, das müsste man, todlustig, aber hart. Ja, ja, nee, also wir dachten, das wäre ganz lustig, aber das gibt es ja auch geil, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Ja. Das ist ein gutes Konzept. Cool, Mann. Was für Gäste sind drauf, Jungs? Oder nur ihr beiden? Ja, eigentlich nur wir beide. Wir haben einen Sänger. Nicht mal ein Gesang? Oder? Louis, doch, Louis heißt der. Der ist dabei, der ist auch live dabei, weil er auch Beatbox kann. Das ist auch so ein Multi, das ist so ein Multi geiler Typ, der halt Beatbox kann. Der ist viel rumgekommen und hat auch viel Hosting-Sachen gemacht und ist halt ein geiler Typ und ein guter Sänger. Und den haben wir halt auf drei Tracks dabei und der kommt auch live mit. Cool. Nochmal die Gigs, sag mir nochmal. Ja, das ist im November die Tour. Die genauen Gigs habe ich auch nicht, also die Termine habe ich nicht genau im Kopf, aber das kann man auf jeden Fall auf der Facebook-Seite, kann man die Termine finden und kommt alle vorbei und lasst uns durchdrehen. Coole Sache. Wie lange spielt ihr immer? Ja, die Show haben wir noch nicht zu Ende konzipiert, aber so 1,5-2 Stunden Minimum. Also wir haben ja auch immer so freie Jam-Parts, also es kann auch sein, dass es länger wird, wenn wir halt richtig gut drauf sind, aber so in dem Rahmen wird es sich aufhalten und das wird auf jeden Fall doll werden. Backt ihr euch gegenseitig? Oder habt ihr keine Backer? Nö, das ist schon alles live, außer manchmal, wenn man halt einen bestimmten Sound drin hat, den man so jetzt live nicht reproduzieren kann, dann wird er noch eingespielt, aber auf jeden Fall mit DJ Kuhmann an den Decks und halt wir beide Main Rapper und der Sänger, der auch backen kann, damit wir schön voll sind und also eigentlich immer, also wir rocken halt den Scheiß immer. Wir machen unser Ding, lassen los und drehen durch. So ist der Plan, Jungs, Alter. Und ihr zieht es auch bis zum Schluss durch wahrscheinlich, wa?
Bis zum Schluss der Show, ja. Und nee, meine, die Mucke auch bis zum bitteren Ende. Ja, könnt ihr euch auch nicht vorstellen, also, aufzuhören, wa? Ich kann mir das nicht vorstellen, nee. Kenn ich auch. Das wollte ich hören. Ja, ja. Cool, Alter. Nee, das ist unmöglich. Also wir machen ja im Prinzip auch Musik quasi seit, wir mussten uns keine Gedanken machen, was für einen Beruf wir erwählen müssen, weil wir quasi direkt mit Musik Geld verdient haben. Irgendwie so, das wird auch nie weggehen. Keine Hierarchie. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Ich kann auch gar nichts anderes. Geht mir gerade genauso. Die wollen mich in eine Behindertenwerkstatt packen, schon. Wie, für, warum? Spaß, nee. Ich war jetzt 10 Jahre, hatte Führungsaufsicht. Dadurch war ich 5 Jahre auch auf Rente. Ja. Ja, und dann die ganzen Sachen. Dann Arbeitsamt muss man jetzt erstmal kicken. Ich bin ja Hobby-Rapper. Ja. Ist ja wirklich mein Hobby. Ja, ja, aber wie gesagt, also es ist ein wunderbares Interview, Pogi. Ey, voll entspannt, Alter. Voll entspannt. Ja, schön, dass du auch was zu puffen mitgebracht hast. Ich hab gleich noch einen. Das ist ärgerlich, dass kein Vierter noch. Wir müssen gleich weitermachen. Wir haben ja unseren Marathon heute, aber trotzdem ist es das Feeling ist sensational. Das ist ein Traum, Alter. Und letzte Frage: Wünsche, Ängste in den nächsten 10 Jahren, was in 10 Jahren sein könnte? Ziele, Träume? Ja, 10 Jahre ist sehr schwer. Ich bin auch jemand, der eher versucht, im Jetzt zu sein und irgendwie da klarzukommen. Desto mehr man nach vorne guckt, desto freakiger und creepiger wird das. Es ist ja jetzt schon sehr krass. Also Ängste ist auf jeden Fall die Wahl. Das wird richtig schlimm werden. Ja, also und, Angst vor Rechtsruck oder Linksruck oder was soll ich sagen? Naja, also Rechtsruck gibt es ja auf jeden Fall. Wir hatten ja gerade in Hamburg auch den G20-Gipfel, wo die Linke aktiv wurde und gegen halt die Despoten, die in der Stadt waren und gerade im Schanzenviertel in der Messe da Hof gehalten haben. Da haben die Medien natürlich, sind sie komplett gegen diesen Anti-Links-Film gekommen, was natürlich für die CDU und AfD sensationell ist für die Wahl. Aber im Endeffekt ist viel halt Polizeigewalt gab es. Es gab Nazis, die sich unter die Demonstranten gemischt haben und Krawall gemacht haben. Natürlich viel Krawalltourismus auch so. Ja. Viele vergessen halt, das ist auch wieder ein typisches Bild. In diesem Klein-Klein, da hat ein kleiner Wagen von irgendeiner Hausfrau gebrannt, vergisst man, dass es eigentlich um das große Ganze geht. Nämlich, dass halt Menschen ausgebeutet werden, dass Leute vertrieben werden, dass Leute aus ihrer Heimat, wo sie am liebsten bleiben würden, flüchten, weil sie da nicht mehr sein können und nicht mehr sicher sind. Und hier macht man sich über so kleine Sachen Gedanken, die eigentlich im großen Kontext irrelevant sind. Also von daher, es wird einen Rechtsruck auf jeden Fall geben und ja, wie gesagt, die Überwachung wird ja ausgeweitet und so. Hier in Berlin ist ja jetzt gerade diese Gesichtserkennungsgeschichte am Südbahnhof. Also eigentlich werden wir immer mehr eingeschränkt und immer kontrollierbarer gemacht. Und das Schlimme ist, wir machen alle mit. Also jeder. Meinst du, es ist noch stoppbar? Weil ich sage immer, dieses ganze System, die ganzen Sachen, die einen so konfrontieren, die sind wie eine riesige Welle. Du kannst nicht gegenstehen, du kannst sie nur mitnehmen. Meinst du, man kann überhaupt noch da raus? Weil man muss ja auch so sehen, vielleicht lassen sich die Menschen beruhigen, obwohl wenn Blut geflossen ist und also die ganzen Sachen würden nicht verziehen. Aber zum Beispiel die Natur kann man ja nicht mit Schecks dann beruhigen. Ja, ja, die hat ja auch so viel darunter gelitten und die ist nicht korrupt. Die kannst du auch nicht wieder bestechen oder wie einen Puff einladen. Das ist halt der Mensch ist das dümmste Tier, weil er seinen eigenen Lebensraum zerstört. Voll. Und die ganzen Völker, die wir so belächelt haben, hatten eigentlich den Plan, dass wir nur gute Weiber brauchen, gutes Feld, gutes Fleisch, Familie, Liebe. Ja. Und die Weiber brauchen halt geile Kerle halt. Das ist halt die andere Seite. Früher wären wir voll die Helden gewesen, war Bo und Tobi, wir jetzt halt einen Mammut gejagt. Die anderen Rapper wären zurückgekommen, weißt du, mit einem kleinen Huhn oder so, Rebhuhn, wir Mammut. Ja, in der Höhle, Alter. Die Höhlenmenschen, Alter. Ey Jungs, das war ein voll geiles Interview. Ich danke für die Zeit. Habt noch Bock, ein A Cappella zu machen? Sollen wir nochmal was droppen? Ich würde gerne nochmal. Was machen wir? Ey, mach doch irgendwas. Ich mach jetzt mal Open Mic. Ey, komm, wir machen einfach. Moin, Bum, Chuck, direkt auf die Ohren. Mama nochmal anders, wir entsprechen keiner Norm. Sind geil geformt, wenn wir performen. Digga, was geht ab? Guten Tag. Das ist der heiße Scheiß, direkt aus Hamburg City. Du weißt nicht, wie ich heiß, ey, nenn mich einfach Schmitty. Das ist so Musso Diggi, man mag kein Schigimigi. Das ist so krass so Diggi, tanzen wie Figgi Figgi. Moin, Bumtschak. Moin, Bumtschak. 5-Sterne-Lux, Hamburg City, Flash, ja. Kleines und, Ding. Geil, mach nochmal die Kostüme auf. Respekt, Respekt. So, Digi, wir müssen mal. Alter, ich dachte, wir machen noch weiter, aber dann mache ich nächstes Mal machen wir Beatbox. Schau, Alter, da waren wir im Blumenpflücken mit euch, Alter. Bleibt stabil, grüßt Hamburg City. Alles klar, safe. TV Straßensound, bam.
leg mich mit jedem an oder hatte auch nie das Verlangen so. Also ich hatte immer das Verlangen, aus dem Block rauszukommen. Und auch die 187 sind ja auch so drauf. So. Das finde ich halt ganz gut. Die haben ja das von der Hamburger Schule, machen sie das ja weiter, dass sie sagen so, ey, wir wollen uns nicht darüber profilieren, dass wir andere Städte oder andere Künstler angreifen. Beginner haben die gepumpt. Da gab es immer auch so einen Sampler. Ich hab vergessen, wie der hieß. Der hatte mein Kollege. Aber meinst du, diese Einspruch? Genau. Wurde ich verraten, kamen dann drei in meine Wohnung hoch, haben mich auseinandergenommen, alles weggenommen mit Waffen, alles. Ha? Für die bin ich ein lebender Toter oder so, weißt du? Für die bin ich ein Penner oder sowas. Panne Evergreens, ballern wie Telamin. MC, siehst du wieder den Schutzkeller fliehen? Ja, prächtig, mit Schizo, Dicker, gib mir das Mikro. Herzlich willkommen zur Freakshow. Ich bin kein Teil des Systems, ich muss den Weg am Rande des Wahnsinns weitergehen, denn ich pass mich nicht an Deutschland. Ich bleibe Asiland. Yo, hier ist Boogie der Herzenkeeper. Wir sind immer noch in Hamburg. Diesmal mit den Urgestein Ferris. Ja, mit den Opa-Urgestein, ey. Eigentlich bin ich ja schon Rap-Opa. Du bist ja Rap-Uropa dann, wa?